Jo, nächste Programmvorschau am Start ist jetzt schon quasi ja eine Woche her und da werdet ihr euch vielleicht auch gefragt haben, ja, hey, hat er sich jetzt hier einen Bunden gemacht oder sonst was? Nein, ich habe natürlich die Videos weiter produziert, war aber jetzt eine Woche auf YouTube gesperrt. Das heißt, mindestens 6 oder 7 Videos wurden in der Zwischenzeit dann hier produziert. Ich habe jetzt hier das rausgenommen, weil ich dieses Video als das Wichtigste erachte, nämlich dass der Pfarrer Jakob Czarnke eure Fragen beantwortet hat. Ist, glaube ich, auch wieder eine absolut bärenstarke, beeindruckende Sendung geworden. Also das kann ja hier jetzt immer mal wieder passieren, dass ich hier rausfliege. Heißt, wenn dann eine gewisse Zeit lang von mir nichts kommt, könnte es natürlich auch durchaus mal sein, dass mir tatsächlich etwas zugestoßen ist. Wenn die nächste Sperre kommt, dann wäre dann wieder 2 Wochen Ruhe. Vielleicht mache ich es dann auch noch mal so ein bisschen wie der Boris Reitschuster, da irgend so ein Video dann reinstellen, auf privat schalten und das dann trotz Sperre dann noch freischalten können, damit ihr es wisst. Andererseits, natürlich, ihr seid ja auch nicht blöd. Ihr wisst ja, wie ihr zu mir findet, auf meine 3 Trailer-Kanäle, die eben gesperrt waren. Und ihr könnt ja dann immer aufs letzte Video klicken und dann wieder zu BitChute oder VK wechseln. Und dann seht ihr ja, was ich dann jetzt hier neu hochgeladen habe. Von daher dürfte es ja jetzt auch keine Probleme geben. Nee, ich lasse das, ich mache jetzt nicht Boris Reitschuster. Also nee, ihr seid nicht blöd, das ist nicht, dass Boris blöd ist, sondern ihr habt da ihr wisst ja, wie ihr mich findet. Oder dann geht auf irgendein anderes, älteres YouTube-Trailer-Video und dann kommt ihr ja wieder zu BitChute und kriegt ihr es ja angezeigt, was da los ist. Aber das war jetzt hier einfach auch wieder ein Highlight, eine bärenstarke Aktion. Könnt ihr dann schauen bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei Wacknews TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile ab damit. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!